Wenn diese zwei US-Boys auf Reisen gehen, wird's auf jeden Fall ungewöhnlich. I'm a new man. Yeah. Actionreich. Catch a wind. Catch a wind. Und sehr, sehr lustig. If you live in Hamburg, you are a hamburger. You are a hamburger. Connor und Silas sind nicht nur beste Freunde, sie sind auch zwei US-Amerikaner, die sich in Deutschland verliebt haben. Die beiden sind vor 2 Jahren zum Footballspielen zu uns gekommen. Mittlerweile spielt Silas in Marburg bei den Marburg Mercenaries in der ersten Mannschaft. Doch nun gehen sie gemeinsam wieder mal auf einen Trip, und zwar an die Nordseeküste. Das ist Enjoy Your Life in Full Trains oder auch Genieß das Leben in vollen Zügen. Die zwei US-Boys sind auf Sylt unterwegs. Die Nacht haben sie hier auf einem Campingplatz verbracht, direkt in den Dünen. Was geht ab? Moin, moin! Habt ihr gut geschlafen? Ja, habt ihr gut geschlafen? Nicht Nein, gut geschlafen. Nicht gut geschlafen. Ich schlafe raus in die Tent. Dem 24-Jährigen war es im Zeltbus zu laut, der Wind halt. Und draußen ist es ja auch sehr viel. Ja, natürlich, ja. Apropos natürlich. What? This morning we got up, we went to the ocean, we jumped in. We went to FKK Beach, we jumped in naked. Naked. Hey, we made it to the North Sea and we nude in the beach, please. It was freeing. It was nice. It was like the most freeing feeling. Just we were just standing there like this. Yeah, it feels good, man. It's a good feeling. To be fully in nature. Yeah. My head is in nature. My body is nature. My balls are in nature. One with the nature! Dann heißt es Sachen packen und auf geht's, denn Sylt hat ja noch viel mehr zu bieten. Now ready for another day. Now ready for Essen. An der Promenade vom Ort List geht die Begeisterung weiter. This is beautiful. This is beautiful. Sehr schön, mein Freund. But the difference between this and the places in the US, this is far less crowded. In the US, it'd be like people everywhere, there'd be music playing, there'd be people honking. This is exclusive though. Oh, okay. Still is exclusive. Okay. Das ist ganz richtig. Das Eiland gilt als die Insel der Schönen und Reichen. Unsere beiden US-Boys machen halt im legendären Restaurant Gosch. Bro, this is like a ship. Als der Besitzer Herr Gosch unsere Deutschland-Touristen entdeckt, bietet er sich gleich persönlich an, die Kunst des Krabbenpoolens zu erklären. Das ist cool. Haben wir schon mal Krabben gepoolt? Niemals. Never eine Krabbe. Niemals. Die beiden probieren sich zum ersten Mal an der kniffligen Aufgabe. Katastrophe, Katastrophe. Naja, aber ob es mit der folgenden Erklärung besser wird? Ich stelle mir immer vor, ich habe eine Freundin kennengelernt. Dann spiele ich mit ihr. Dann ziehe ich den Pullover aus. Ja, und so weiter. Doch den Sylt- und Krabbenpool-Neulingen scheint das wirklich zu helfen. Perfekt! Ist das also die typisch deutsche Effizienz? Es ist zu viel Arbeit für ein bisschen Essen. Herr Gosch legt jetzt an Tempo zu. Er nennt sich selbst Weltmeister des Krabbenpools. Alright, you know what? Forget it. I'm gonna beat you. Alright, now we're gonna race. Ready? Krabbenpool? Nein, danke. Geht doch auch mit Schale. Oh, wow. What's up? I was like, this guy can't peel faster than me. I'm a strong man. I know, and his hands were all shaking, and he was just like, bah, bah, bah. He was like, sit, put, sit, put, sit, put. But can he beat us in American football? Probably. Probably. Yeah. Now that we've done our prawn peeling today, though, it's time to get some adventure activities in. Yeah, we gotta get in the water again. That's what we have to do. Connor und Silas haben sich im Vorfeld informiert. Auch auf der Insel Sylt gibt's was, was ihrem Drang nach Action und Spaß entspricht. That is a beautiful dog. We're surfing today. We are going surfing. We're at the beach. We're gonna get on some boards. This is our natural habitat as Californians. Right. We're gonna test to see, is it surf worthy? Let's Here we go. Let's go, bro. Shaka-bra. Hier gibt's sogar Bretter zum Leihen. We're surfing still, baby. Let's get it. Ab an den Strand. Ups. Mit, ja, voller Energie. Doch dann die Enttäuschung. There's literally zero waves. Yeah, how are we supposed to surf this? What are we gonna do? Doch Connor und Silas machen das Beste draus. Keine Wellen, kein Problem. Die beiden haben es ja auch drauf. Once you start catching, 1, 2, 3, 4, 5. Yeah. Just like that. Perfect. But that's like the next level.
Für echtes Wellenreiten reicht es nicht, aber mit kalifornischem Optimismus haben die zwei doch noch sowas wie Surfspaß. The best way to surf when there's no waves is like this. You surf the opposite way. You don't surf in, you surf out. Die Footballer machen also auch bei schlechten Bedingungen eine super Figur. Gibt's so wellenlose Surftage auch in Kalifornien? We have an app on our phone that tells us how high the waves are. Yes. And if there's no waves, we don't go. Yes. So the waves are there, you go. They have an app. And when the waves are good, people skip school. They go surf. Nach zahlreichen wirklich intensiven Versuchen streichen die US-Boys aber die Segel. Even though there weren't any waves here today, still okay. A great experience. And it's nice to see Germans smiling. Yes, I like that. Wenn man auf Sylt ist, ist der Besuch des Wattenmeers Pflicht und die Boys haben eine Wattwanderung gebucht. Here we are. National Park. Sie suchen Wattführer Jan. Jan? Jan? Wo ist Jan? Hey! How you doing? Fine, and you? Good. All right. You're gonna keep us safe here. Yeah, sure. We heard it's dangerous. Yeah, it's very dangerous, huh? The worms are laying like these. Worms? Worms. Yeah, worms. Very dangerous. Die Söhne Pierre und Lance sind auch mit dabei. So you're gonna protect us in case the worms try to attack us. The Jungs! Für Sicherheit ist also gesorgt. Dann kann die Wanderung ja eigentlich beginnen. The green. The blue thing. Oh, jellyfish! This is the Blumenkohlqualle. Blumenkohlqualle. Qualle. Qualle. Yeah, it's not Spain, huh? It's Qualle. Not Qualle. Blumenkohlqualle. Qualle. Jan führt die Jungs raus aufs Wattenmeer. Der 55-jährige Sylter macht solche Führungen seit 1,5 Jahren. Er liebt Schlick. It's a very nice feeling, oh? Yeah. Yep. You like it? Not really, yeah. It's slimy. It freaks me out. Slimy. Slimy, that's it. It's like stepping in poop. Yeah. Then enjoy it. You don't have it so many times. Jetzt wollen die Jungs endlich ihren ersten Wattwurm sehen. Jan erklärt noch ein paar Details. Dann darf Connor ran, ausbuddeln. Keiner, no worms. Beim Profi läuft's besser. But this one is a small, kleine. This is a very small one. This is a Seeringelwurm. I think. Close up. It's gross. Die US-Boys wollen auf ihrem Trip was dazulernen. Oh my gosh, look at that. It has a tongue. Is that its mouth? Yeah, it's like a vacuum. Sure. Whoa! Eye to eye with a vom. Wenige Schritte weiter, ein Problem. Oh, it stinks! Dead eggs. Dead eggs. Connor kommen so langsam die Zweifel. Do people actually do this? Yeah, sure. Why? It's very good for the skin. Are you sure? Yeah, you smell it, huh? It doesn't smell good. Klamotten runter und rein in den guten Schlamm. Am Ende ist das doch alles eine Kopfsache. I'm in like a marshmallow, a chocolate marshmallow. Oh, it actually feels good if you don't think that it's like poop. Weg mit dem Dreck und quer durch die Weite des Watts zum Meer. I'm a new man! Oh, not yet. Dieser dreckige Ausflug hat sich mal echt gelohnt. This is something that's not like things that we usually see, but it's very nice. It's cool. It's like a giant mud pit. Yeah, giant mud pit. You still got some on your ear too. Da freut sich einer auf die Dusche. Für ihre zweite Nacht auf der Insel haben sich unsere Sylt-Touris ein Zimmer gebucht. Because I'm a little bit tired from sleeping in the tent. Yeah, I know. We need to actually have. I didn't sleep that well, so it's gonna be nice. 139 Euro kostet das Zimmer und ist viel luxuriöser als ein Zelt. This is beautiful, bro. What? It looks like someone's house. Like we're someone who's really good at decorating. Right. And this is the opposite of the tent. I get this side. Das Schlafzimmer gefällt den beiden sonst so naturverbundenen Jungs auch. Doch erstmal ab unter die Dusche. Let's go, Kaka. What a nice shower I just had. Now I must sleep and you must leave because I am a king in my castle. Ja, ruh dich ruhig aus, König Connor. Denn morgen gibt's noch mehr zu entdecken. Die Jungs wollen komische Dinge mit einem Leuchtturm tun. This thing is sweet, man! Oh, that is really cool. I wanna just like jump up and grab it. Und kriegen Nachhilfe in Sachen gute Manieren. So, do you eat this with a fork and knife? Yes. Morgen bei TAF.
Und das